So Leute, wir sind bei Nummer 3 angekommen und wir schauen mal, wie wir dieses Problem jetzt lösen. Aber ich finde, die Karten, die ich genommen habe, sind nicht die besten. Also das geht besser. Ich habe mir nochmal Gedanken drüber gemacht. Doughty gegen Zetara! Legt eure Waffen nieder. Schließt euch uns an. Nein, das will ich nicht. Aber ich will das Portal öffnen. Kriege ich dann eigentlich die doppelte Quest? Das geht aber nicht! Diese Dinger sind nicht natürlichen Ursprungs. Irgendetwas wendet diesen Wald gegen uns. Ekliges Tentakel. Wieso kriegst du eklige Tentakel? Jedes Mal, wenn ein Spieler eine Karte zieht, fügt ihr seinem Helden... Oh mein Gosh. Ja, was mache ich denn dann? Karten ziehen ist auch erschaffen. Lebensentzug 0-0. Nehmen wir den mal. Sehr gut. Und das Messer. Definitiv muss ich den spielen. Ohne Wenn und Aber. Aber zuerst werde ich schauen, was ich damit zerstören kann. Heißt das, ihr wollt nicht beitreten? Nein. Wer juckt es in der Hand? No problem, my friend. No problem. Noch jemand mit Lebensentzug. Ich könnte ihn jetzt spielen. Haltet einen zufälligen Trank auf die Hand. Das, glaube ich, werde ich machen. Guten Freunden, gibt es schon mal ein Schlückchen. Fügt allen Charakteren 5 Schaden zu. Das ist böse. Oh no. Alle Diener kosten 2 weniger. Das Ding muss definitiv raus. 3-4, ganz gut. Und wenn das jetzt nicht... Haltet still! ...mehr als genug ist... Auf jeden Fall war das der Plan. Ich habe zu viele Karten. Shit. Okay, wir holen einen Spotter. Oh, was ist das? Fügt einem Diener 15 Schaden zu und benachbarten 3. Bang! What? Nee. So war das nicht geplant. Aber gut zu wissen. Fügt allen 5 Schaden zu. Ich könnte den jetzt Damage machen. Dann fliege ich aber auch wieder alles. Fügt einem Diener und seinen Benachbarten. Okay. Ging ein Zauberfekt, erhält eine kostenlose Kopie davon. Davon kann ich aber nicht 2 casten. Aber ich kann davon 2 casten. Runter damit. Haltet still! Hm.
war's. Wieso hast du denn nicht... ...dich das erst machen müssen? Das ist manchmal sehr cool. Aber ich glaube, ich habe verkackt die Runde. Auf jeden Fall einen Schild muss ich raushauen. Okay. Magierzauber auf die Hand. Runter damit. Haltet still! Hätte ich anders machen müssen. Okay, nächste Runde kommt dann der Meteor. Ich mach verdammt stehen bereit. Das loswerden. Alle Damage machen. Ja, trinkt. Trinkt man. Und das trinkt man. Messer. Fällt mir gar nichts. 2, 3, 4. Ich probiere das jetzt. Haltet still! Wo ist der Meteor? Dann trifft den anderen, trifft den anderen. Trinkt schön aus. Nicht mich. Weiter so. Yes. Perfekt. Das ist eine Menge Leben. Mein Freund, das wird dich aber nicht schützen. Zauber und verringert die Kosten. Das heißt, erstmal die Info. Ja, doch. Schaden. Ich könnte einen Draw rausholen. Das bringt mir aber nichts. Ich brauche irgendeinen Zauber, irgendwas, was Damage macht. Huhu, ich kriege einen Damage. Irgendeine Quest habe ich fertig. Was passiert jetzt? Erstes 4. Den werde ich nicht spielen, aber ihn hier. Wenn die da angreift. Keine Geschosse werden es sein, auf jeden Fall. Wieso kastet der nicht nochmal? Ach Mensch, ich verstehe das nicht. Ich glaube nur der Erzzauber. Dann würde ich mal sagen, nachdem wir ausgewählt haben, wählt einen Schatz. Erhaltet ein... Nee.
Kampfschrei. Entdeckt einen Schatz. Drei Kopien. Entdeckt dreimal eine Kopie einer Karte aus eurem Deck. Definitiv. Ich glaube, die hatten wir schon. Oh, Deck der Wunder mit 5 Schrott. Das kann nicht, das ist auf gar keinen, das ist alles Kacke. Okay. Kann gut sein. Und hier würde ich einen. Entdeckt einen Zauber. Irgendeinen Zauber. Das ist besser, wenn ich zwei davon habe. Kann ich ihn einfach so casten. Einen zufälligen Zauber, wenn sie gezogen werden. Ah, keine Geschosse sind auch übel. Ich nehme den. Kann ja sein. Denn ich würde dann 6-mal Arcane-Geschosse feuern. Was ist denn Gruselhurz? Okay, machen wir auf jeden Fall in der nächsten Runde.